Ey yo, servus Freunde, was geht ab? Justin ist mal wieder am Start hier für euch und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier zurück auf meinem Kanal. Und Alter, ich habe das schon ein bisschen öfters nicht gesagt. In den letzten Tagen kamen hin und wieder mal Livestreams, was auch echt mega gebockt hat. Danke auf jeden Fall dafür. Und heute kommen wir mal zu einem ganz entspannten FIFA 20 Video. Habe ich bisher noch gar nichts rausgehauen, weil ich das Spiel relativ wack finde bisher. Aber mal schauen, was sich da noch so ergibt. Aber heute kommt ein richtig geiles Video und zwar 5 Spieler, die meiner Meinung nach eine Icon kriegen müssen. Und ich werde euch jeweils einen richtig geilen Clip dazu einblenden und wie die Icon-Karte früher oder später aussehen könnte. Also ich blende euch immer die Prime-Icon sozusagen ein. Und wenn euch die Idee bzw. das Video gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ich würde sagen, bei 10 Likes haue ich direkt die nächste Folge raus. Dann suche ich mir wieder 5 Spieler aus und dann seht ihr dazu geile Clips und auch mega nice Karten. So, und wie ihr jetzt im Hintergrund sehen könnt, Zlatan Ibrahimovic. Natürlich mit einer der größten Legenden überhaupt. Seine Ansagen, seine Tore, alles, was er einfach in seiner Karriere gemacht hat. Ich glaube, der hat bei 7 verschiedenen Vereinen gespielt oder 8. Keine Ahnung, es waren schon auf jeden Fall genug. Und ihr seht jetzt einen richtig geilen Clip und danach, wie die Karte aussehen könnte. Let's go! Richtig geiler Clip und natürlich auch mega geile Karte. Könnt ihr euch vorstellen, diese Karte vielleicht früher oder später in FIFA zu spielen? Wäre mega geil, wenn wir dann irgendwann in FIFA 24 oder so einfach einen Zlatan Ibrahimovic haben mit diesen krassen Stats und mit diesem krassen Rating. Verdient wäre es auf jeden Fall. Schreibt mir in die Kommentare, ob sich Zlatan eine Icon verdient hat oder nicht. Und das war's jetzt auch direkt mit Zlatan. Wir kommen direkt zum nächsten Spieler, zu dem einzig wahren Cristiano Ronaldo. Natürlich, wenn man an Fußball denkt, denkt man sofort an Ronaldo und natürlich auch an Messi. Aber was der Herr, der Typ in seiner Karriere gerissen hat, ist einfach nur unmenschlich, wie viele CL-Titel, wie viele wichtige Tore er geschossen hat. Ich denke mal, wir wissen alle, was wir von ihm halten, wenn wir seinen Namen hören. Auf jeden Fall eine krasse Legende und ihr werdet jetzt ein richtig, richtig geiles Tor sehen und meiner Meinung nach, was er sich für eine Prime-Icon-Karte verdient hat. Let's go! Also Ronaldo, seine Karte wäre auf jeden Fall extrem unfair. Und was denkt ihr, wie viel diese Karte kosten würde als Icon-Karte? Ich würde sagen, wenn so ein R9 schon 6 Millionen kostet, muss dieser Cristiano Ronaldo eigentlich auch 6, 7, 8 Millionen kosten. Und das wäre auf jeden Fall richtig heftig. Stellt euch mal vor, ihr zieht so ein. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt, was die Karte vielleicht kosten würde. Und wir kommen direkt zum nächsten Spieler. Und zwar Andres Iniesta. Natürlich, wenn man an eine Legende denkt, dann denkt man auch an Iniesta. Der Gute ist 84 geboren, das heißt, er ist 35 mittlerweile, spielt aber gerade noch bei Vissel Kobe und hat sogar noch einen Schlitz in FIFA, also 83 plus. Und natürlich eine extreme Legende mit seinem extrem krassen Passspiel, was er jetzt hier in FIFA auch noch hat mit 86, obwohl er nur 83er Rating hat. Aber wir wissen natürlich alle, wie extrem heftig dieser Iniesta ist. Und ihr kriegt jetzt erstmal einen schönen Clip auf die Augen und was für eine Eigenkarte er sich meiner Meinung nach verdient hat. Let's go! Iniesta ist auf jeden Fall ein Typ, bei dem man einfach nur hört, wenn man an krasse Pässe denkt. Oder an den man einfach nur denkt, wenn man krasse Pässe hört. Genau das wollte ich sagen, ist ja auch egal. Aber wie gesagt, einfach ein heftiger Spieler, einfach eine krasse Legende. Und deswegen meiner Meinung nach auch eine verdiente Icon-Karte in den zukünftigen FIFA-Teilen. Und das war es jetzt auch direkt mit Iniesta. Und was man aus Iniesta direkt holen kann, der andere Achter aus der La Liga. Und zwar Luka Modric. Natürlich mittlerweile auch 85 geboren, wie ihr sehen könnt. 34 Jahre alt ist er. Und natürlich auch eine krasse Legende. Einfach eine krasse Legende. Er ist Zweiter geworden in der Weltmeisterschaft und hat dann den Ballon d'Or geholt. Was meiner Meinung nach immer noch unverdient ist, aber ist ja auch egal. Er hat in seiner Karriere auf jeden Fall einen Ballon d'Or verzeichnen können. Und das gönne ich ihm natürlich trotzdem, ist jetzt auch egal, ob es verdient hat oder nicht. Meiner Meinung nach hätte es eher Messi kriegen sollen, aber ist ja auch egal. Und wir kommen direkt zu einem krassen Clip und zu Luka Modric, seiner krassen Icon-Karte. Let's go!
Das war auf jeden Fall ein krasser Clip und natürlich auch eine heftige Icon-Karte. Ihr müsst mir safe in die Kommentare schreiben, was ihr von den Werten haltet, wie ich sie gemacht habe, ob die passend sind und was ihr denkt, was diese Karte eventuell kosten könnte. Also die Spieler sind auf jeden Fall alle dann extrem teuer, was natürlich logisch ist, weil es wirklich mit die krassesten Legenden sind. Und ihr wisst, wir haben jetzt 4 Spieler durch und einen Spieler habe ich vorher schon angesprochen zum Thema Ballon d'Or. Und zwar meiner Meinung nach der beste Spieler auf der gesamten Erde jemals, natürlich Lionel fucking Messi. Meiner Meinung nach einfach der beste Spieler, der GOAT mit seinen 50, er hat jetzt vor kurzem die 50 Freistöße-Marke geknackt für Barcelona und Alter, wirklich, was der für Tore macht und wie er mit dem Ball umgeht, das macht einfach kein anderer so. Und meiner Meinung nach ist Messi der beste Fußballer der ganzen Welt und Ronaldo kommt so ein ganz kleines Stückchen dahinter, aber ich denke mal, einige von euch können es auf jeden Fall verstehen, die anderen nicht, aber ist ja auch egal, jeder hat seine eigene Meinung. Ich finde auf jeden Fall, Lionel Messi ist einfach der beste Spieler der ganzen Welt und jetzt denkt ihr euch natürlich, was wird er dann für eine Prime-Icon-Karte kriegen? Ist er besser als Pelé? Pelé ist eine Prime-Icon-Karte, hat eine 98? Nein, ich werde ihm keine 99 geben. Er wird safe eine 98 kriegen, aber jetzt kommt erstmal sein legendärer Maradona-Run-Clip und danach die Icon-Karte. Let's go! Wie soll es auch anders sein, Jungs? Lionel Messi ist einfach eine verdammte Maschine und das wissen wir, denke ich mal, einfach alle. Und ein 98er Icon Messi, was denkt ihr, wie viel der kosten würde? Schreibt mir auf jeden Fall eure Prediction in die Kommentare. Ich würde mal sagen, mindestens 6 Millionen oder 7 Millionen. Stellt euch mal vor, ihr zieht einfach ein Icon 98er Lionel Messi, Junge. Ich meine, er ist 87 geboren, das bedeutet, er ist 32 Jahre alt. Er hat noch seine Zeit, aber irgendwann in der Zukunft wird er 100% eine Icon-Karte kriegen. Und ich habe mega Bock auf die Karte bzw. auf das Spiel, wo Messi dann einfach eine weiße Icon-Karte kriegt. Wäre mega nice. Das war's dann auch von dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst safe einen Daumen nach oben da. Bei 10 Likes haue ich direkt die zweite Episode dazu raus. Dann suche ich mir wieder 5 Spiele aus und dann mache ich euch wieder geile Clips und eine mega nice Icon-Karte. Ihr könnt mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von den Icon-Karten haltet und ob sich die Spieler diese verdient haben und was sie vielleicht auch kosten könnten. Und ja, das war's jetzt. Lasst auf jeden Fall safe ein Abo und ein Like. Haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.